Das Projekt Bamergo 111 wurde im 5. und 6. Semester von den Wirtschaftsingenieuren der Wirtschaftsakademie Kiel durchgeführt, geplant, alles konstruiert. Insgesamt hatten wir dann rein rechnerisch eine Arbeitslast von 6.500 Stunden Zeit dafür. Eingeteilt haben wir uns dafür in Gruppen, um halt die Arbeitslast auf alle gleichmäßig verteilen zu können. Und haben das dann sukzessive halt fortgeführt, haben parallel gearbeitet und dann am Ende ein, wie ich finde, sehr, sehr gutes Ergebnis erzielt. Das Projektmanagement war natürlich für uns auch sehr wichtig und da haben wir auch versucht, einige Tools zu verwenden. Zum Beispiel haben wir am Anfang des Projekts ein PSP erstellt, einen Projektstrukturplan, wo wir alle Arbeitspakete, die während des Projekts auftreten oder aufkommen können, festgehalten haben. Wir haben Arbeitspaketbeschreibungen dafür geschrieben, Verantwortlichkeiten festgelegt und anschließend auch einen Ablaufplan erstellt, um einfach eine visuelle Repräsentierung des Ablaufs generieren zu können, damit man sich auch an irgendwas halten kann dabei. Auch wir hatten natürlich Probleme. Beispielhaft ist da jetzt eins, das Austarieren im Wasser der Drohne. Dafür haben wir im Vorfeld grob den Schwerpunkt berechnet und anschließend dann durch mehrere Wiederholungen und mit Hilfe zusätzlicher Bleigewichte, die wir in der Drohne positioniert haben, dann es geschafft, dass die Drohne jetzt mit Hilfe der Pumpe und des Bleigewichts waagerecht gerade unter der Wasseroberfläche liegt. Innenleben der Drohne wurde zunächst mit einem Aufbau aus Styropor simuliert, um zu entscheiden, welche Bauteile wo Platz finden. Jede Komponente wurde einzeln getestet und später haben wir eine Gesamtsimulation durchgeführt. Wir schätzen den zeitlichen Aufwand von Bau der Komponenten auf 30%. Im Umkehrschluss heißt das, 70% wurden zum Testen, zur Fehlersuche und zur Nachbesserung benötigt. Die Drohne ist nach der Naka 63 Form hergestellt. Sie hat einen Durchmesser von 230 mm, eine Länge von 625 mm und ein Gewicht von etwa 14 Kilo. Die Außenhaut der Drohne sowie Kanäle des Quadrantriebes sind aus dem Faserverbundwerkstoff CFK hergestellt, um eine hohe Festigkeit bei geringem Gewicht zu generieren. Der Verschluss der Drohne ist eine Aluminiumkonstruktion, welche aus zwei konisch zusammenlaufenden Kegeln gefertigt ist. Durch das Erzeugen eines Vakuums in der Drohne wird diese somit verschlossen und anschließend verschraubt. Das Bullauge der Drohne besteht aus zwei Plexiglaskomponenten, welche an einer konventionellen Drehmaschine gefertigt wurden und in der Drohne verklebt sind. Die einzelnen Komponenten der Drohne sowie auch die gesamte Drohne werden mittels der blauen Wärter, das ist diese Überdruckkammer, auf Dichtigkeit und Funktion bei Überdruck getestet. Unsere Drohne soll in 10 Metern Wassertiefe fahren, das heißt, wir rechnen mit 1 Bar Überdruck.
Außerdem werden verschiedenste Vakuumtests durchgeführt. Dies hat den Grund, dass beim Schließen sowie beim Öffnen der Drohne ein Unterdruck erzeugt werden muss, um das Vorderteil und das Hinterteil fest zusammenzupressen. Dabei müssen wir beachten, dass 0,6 Bar nicht unterschritten werden, da es sonst dazu kommen kann, dass einzelne elektronische Bauteile zerstört werden. Wie bei U-Booten ist es bei unserer Drohne so, dass wir abtauchen können. Das erreichen wir dadurch, dass wir Kammern, wie bei richtigen U-Booten, mit Wasser fluten. Wir haben 4 Motoren mit einer Gesamtleistung von 530 Watt. Umgerechnet sind das ungefähr 0,75 PS. Diese Motoren sind Bürstenmotoren und haben einen Wirkungsgrad von 75-76%. Und gemeinsam schaffen sie es, dass unsere Drohne eine Geschwindigkeit von 5 Meter pro Sekunde erreichen kann. Umgerechnet sind das ungefähr 18 km/h. Um unseren Schwerpunkt optimal auszurichten, haben wir ein 850 Gramm schweres Bleigewicht, das innerhalb der Drohne mithilfe eines Schrittmotors auf einer Gewindestange verfahren werden kann. Der Drohne erfolgt über 40 Nickel-Metall-Hydrid-Akkus, die in diesem Akku-Pack zentral zusammengefasst werden. In 4 Strängen, die parallel geschaltet sind, erbringen sie eine Leistung, die ein halbstündiges Fahren unter Volllast ermöglichen. Zusätzlich zu diesem zentralen Akku-Pack ist im vorderen Teil der Drohne eine Versorgungsplatine integriert, über die sich die verschiedenen Spannungen realisieren lassen. Diese ist hier zu sehen. Die elektronischen Bauteile werden über verschiedene Verbindungen mit Hilfe von Steckern verbunden. Zusätzlich verfügt die Drohne über einen An- und Ausschalter, den sehen Sie hier, der sich außerhalb der Drohne befindet. Die Kommunikation der Drohne erfolgt über 3 Mikrocontroller namens Arduino, diese blauen Mikrocontroller, wobei der erste Mikrocontroller im Steuerungsboard sitzt, welches einmal die Sensordaten auslesbar macht und die Steuerung der einzelnen Bauteile ermöglicht. Dieses überträgt ein Signal über ein S232-Signal, welches in der Drohne 2 Mikrocontroller ansteuert, die dann jeweils einmal für die Motoren zuständig sind, für die Sensoren und die Pumpe. Die BR-MERG ist eine Forschungsdrohne. Sie erfasst Videos und Bilder mit 30 Frames per Second und überträgt diese per LAN an einen Computer. Wir verwenden eine Kamera, die man hier sieht, der Firma Basler, des Typs BIP2-1280C. Sie hat eine Auflösung von 1280x720 Pixel, wird mit 12 Volt Versorgungsspannung betrieben und hat eine Leistung von 3,2 Watt. Da die minimale Lichtstärke dieser Kamera 0,55 Lux beträgt, ist eine zusätzliche Ausleuchtung des Bildes notwendig. Dafür sind diese 6 High-Power-LEDs rundherum um die Kamera platziert. Sie sitzen direkt hinter der Plexiglasscheibe. Jede dieser LEDs hat 1 Watt Leistung, einen Strahlungswinkel von 60 Grad und liefert kaltweißes Licht. Außerdem werden Daten im Inneren der Drohne erfasst. Dazu gehört der Druck und die Feuchtigkeit. Der Drucksensor wird über ein Analogsignal gesteuert und ist in der Lage, 20 Meter unterhalb des Wasserspiegels die Drücke zu messen. Der Feuchtigkeitssensor ist mit der I²C-Stelle mit dem Arduino verbunden und gibt den Grad der Feuchtigkeit innerhalb der Drohne an.
mitten im Thema hier bei diesem kleinen, feinen Wasserfahrzeug. Nicht nur Hightech von außen, sondern wenn man das aufsägen könnte, würde man sehen, dass auch innen sehr viele feine Komponenten verbaut sind. Zu einem nicht unerheblichen Teil von den Studenten selbst entwickelt. Die Kameratechnik, die Beleuchtung, Antrieb, Stromversorgung, Steuerung, ein Mehrprozessorsystem, das durchaus einiges den Studenten abverlangt haben und das die Studenten zum Teil an die Grenzen geführt hat, dessen, was sie von dem Gelernten dann praktisch umsetzen konnten. Dieses komplexe Abschlussprojekt fördert eine Kernkompetenz der Wirtschaftsingenieurinnen und Wirtschaftsingenieure, Theorie und Praxis in Einklang bringen und zu einem Produkt führen. Zu viel Theorie, da hat man am Ende auf hohem Niveau nichts. Zu wenig Theorie, da hat man am Ende ganz viel und nichts funktioniert richtig. Unsere Wirtschaftsingenieurinnen und Wirtschaftsingenieure haben mit Augenmaß einen guten Weg gefunden und ein gutes Ergebnis abgeliefert.